Denn wie dieser Roboter Asimo, an dem haben die Honda-Ingenieure, und das sind sehr gescheite Leute, die haben seit 25 Jahren an dem gearbeitet, der geht so. Oder? Das ist nicht, weil die nicht gut sind, sondern weil Robotik einfach eine hochkomplexe Angelegenheit ist. Das ist viel komplexer als diese Technologie hier.